So, Leute, okay, weiter geht's hier in Golden Sun. Nochmal dazu sagen, um es genauer zu erklären, was ich eben sagen wollte. Ja, Geisterleser mache ich nur, wenn ich wirklich privat für mich spiele, weil da spiele ich sehr viel gründlicher. Also, wenn ich privat spiele Golden Sun, dann spreche ich jeden an und lese auch von jedem Charakter die Gedanken. Werde ich hier in diesem Let's Play nicht machen, weil, wie gesagt, aus Zeitgründen. Ich möchte mich ja hier nicht 800.000 Videos mit dem Spiel aufhalten. Ist einfach normal nett durchspielen. Naja, so viel dazu. Ja, auch wenn ich die Dialoge... Na egal, was wollte ich denn jetzt noch sagen? Egal, gehört hier nicht hin. Was hier hingehört ist, dass wir die Goma-Höhle durchqueren. Die sind lustige kleine böse Geister. Seht ihr da, wir haben Erdbeeren. Wir haben Erdbeeren. Erdbeeren! Isaac, werf Erdbeeren ein! Los, Isaac, Erdbeerenattacke! Und danach machen wir noch den Schmetterlingsschlag! Was ich wieder für einen Müll laber. Es ist ja nicht auszuhalten, ist egal. So, und was sehen wir da oben? Wieder einen Felsen zum Hinunterstoßen. Ja, aber es gibt etwas anderes, was auch ganz toll. Es gibt noch etwas anderes in dieser Höhle, was wir uns auch mal angucken wollen. Ach genau, ich wollte noch was gucken bei Ivan. Fällt mir gerade auf. Hat der Gute jetzt schon, was ich denke, oder hat er nicht? Ja, hat er. Ja, er hat einen Holzstab und hat jetzt den Schamanenstab von Meister Hammett ausgerüstet. Zack, so, und wir schieben dieses Ding jetzt schön hin, denn da oben seht ihr schon einen Schatten. Achtung, was ist es? Achtung, was glaubt ihr? Ja, ihr seht Füße, ja, ihr seht mehr. Halalala, ein Mastchen! Hast du da drüben auch diesen dieses eigenartige Tier gesehen? Ich habe dagegen gekämpft, aber es ist geflohen. Als ich an den Ort zurückkehrte, war es wieder da. Ich frage mich, ob das wohl sein Lieblingsplatz ist. Ja, das soll ein kleiner Hinweis sein, dass besiegte Djinns, meine ich, sind nicht für immer weg, sie kommen nach einer Zeit wieder. Allerdings werden wir sie trotzdem auf Anhieb fangen. Hoffe ich jedenfalls. Ich werde davor mal speichern. Da ich, wie gesagt, ich möchte nicht, dass sie fliehen, weil dann... Nee, ich fange sie auf Anhieb, meine lieben kleinen Djinn-Freunde. Und dann haben wir vor allem auch einen Djinn für Garrett, was gut ist. Ja, das ist sehr gut für uns. Da freuen wir uns. Ja, und da freuen wir uns überhaupt nicht, wenn wir gegen dumme kleine Zombies antreten müssen. Garrett hat übrigens gerade auch eine neue Attacke gelernt. Feuer heißt sie. Sehr einfallsreich, ich weiß, aber... trifft es ganz gut und sieht cool aus. Auch wenn Garrett, muss man leider sagen, ich mag Garrett, aber so als Charakter im Kampf an sich ist er eigentlich nicht so stark. Also er wird, am Anfang ist er noch ganz cool, aber er wird nutzloser irgendwie mit der Zeit, was ich schade finde. Aber egal, noch ist er gut, sage ich mal, und noch freuen wir uns darüber. Und wir freuen uns immer darauf, weil ich liebe Garrett, ich mag ihn einfach. Ein Skelett, oh, und man sieht schon, Garretts größte Stärke ist übrigens seine Lebensanzeige. Ja. Man sieht, er hat jetzt 52 und er ist bei weitem nicht voll aufgeladen. Ivans Schwäche ist ebenfalls die Lebensanzeige. Ja. Dafür ist er schnell und hat gute PP. Warum ich das alles erzähle? Weil ich nicht wüsste. Ich meine, ich kann ja auch mal so darüber ein bisschen erzählen, wenn ich jetzt hier gerade schon dieses Spiel so spiele. Und im Kampf kann man ja jetzt, ich weiß nicht, ich könnte jetzt die ganze Zeit sagen, oh mein Gott, ein kritischer Treffer, oh mein Gott, aber naja. Möchte ich jetzt nicht. Glücksmedaillon. Werden später auch noch wichtig, werden später auch noch ganz nett. Zack. Bams. So, wir haben das Ding runtergestoßen. Und wo könnte das jetzt gelandet sein? Seht ihr gleich. Wenn wir gegen dieses Lichthaupt gekämpft haben. Hallo, Lichthaupt. Blitzhieb. Bam. Zack. Und wow, es hat überlebt. Okay, wir killen dich einfach mit normalen Angriffen. Wir haben keine Zeit für große Taktiken jetzt. Windseher, Level 5. Ja, keine Sorge, die Abstände werden geringer. Mit der Zeit. Ivan scheint jetzt noch... im Vergleich sehr viel stärker, also vom Level. Wobei, jetzt ist der Abstand schon geringer, sage ich mal. Aber es gibt so eine Regel. Erdadepten brauchen am wenigsten Erfahrung für ein neues Level. Dann kommen Feueradepten, dann Windadepten und dann Wasseradepten. Yep. Venus, Mars, Jupiter, Merkur. So, und da ist ein Djinn und das heißt, wir machen... Nein, wir machen kurz Speichern. Yep. Da-dam-dam, damit wir neu machen können, falls er flieht. Oh mein Gott, Mars Djinn. Marv-Djinn erscheint! Marv-Djinn erscheint! Hallo Kiesel! Greif deinen Freund an! Du greifst normal an. Du greifst mit Blitzschlag an. Blitzstrahl, meine ich. Ja, die Djinns sind... gegen manche müssen wir kämpfen. Gegen manche müssen wir nicht kämpfen. Das ist ein Djinn, gegen den wir kämpfen müssen. Und manche sind so Random-Geister, sage ich mal. Random-Geister, sage ich schon. Random-Djinns. Mit denen werden wir aber noch früher oder später Bekanntschaft machen. Denn wie gesagt, ich werde euch zeigen, wo es jeden Djinn in diesem Spiel gibt. Wirklich jeden, Leute, glaubt mir, ich kenne mich da aus. Und wir haben ihn gekillt, besiegt, meine ich, so. Und jetzt könnt ihr mal sehen, wie das aussah. Das hat mir im letzten Video, musste ich jetzt leider wegklicken mit Kiesel. Aber so sieht es aus. Bei einem Mars schon jedenfalls.
Der Marvin Esse folgt nun Garrett. Wow, wow, das nenne ich beeindruckend. Halt die Augen nach anderen von deiner Art auf. So ähnlich, das hat er jedenfalls jetzt gesagt. Ja. Esse, der macht, hebt die Attacke, oder? Ja, hebt die Attacke, genau. Yep, Djinns haben verschiedene Fähigkeiten. Manche unterstützen uns, manche sind Angriff-Djinns. Einige sind wirklich sehr nützlich, also wirklich sehr, sehr nützlich. Andere sind wiederum, ja, sind ganz nett, aber jetzt auch nicht so mega nützlich. So, und das ist ein kurzer Weg, das heißt, das Ding haben wir runtergeschoben, das heißt, wenn wir wieder zurück wollen, müssen wir nicht den ganzen Weg, den wir gerade gelaufen sind, gehen. Wir können nämlich einfach das Ding, was wir gerade umgestoßen haben, benutzen. Yeah! Lichthaupt 1 und 2, Erdbeben und einerlei. Du bist tot. Beide. Vernichtet! Die Kreatur muss sterben! Okay, so viel dazu. So, wir gehen weiter, weiter, uns verderben. Wir müssen leben, bis wir sterben. Nein, müssen wir nicht, weil wir nicht sterben werden. So, wir sind da. Und hier kommen wir in eine Stadt. Wie die Bienen. Es ist ein Baum, aber er sieht aus wie ein Mensch. Nein, nicht Verschieber. Ja, und... Moment. Nein, nicht die Taste! So. Setz mir mal Geisterleser ein. Helft mir! So, helft mir doch! Dieser Baum hat Gedanken. Tja, Leute. He is not the only one. Dazu aber später mehr. Da werde ich jetzt auch noch nichts zu sagen. Ja, tut mir leid, ich werde zu so vielen Dingen schweigen. Weil ich nicht spoilern will. Ich sag mal so, ich werde das früher oder später noch erfahren. In dem Spiel möchte ich wirklich ungern spoilern. Vor allem, weil ich weiß, dass wirklich einige das Spiel sogar gar nicht kennen, die sich das angucken. Das finde ich cool. Das heißt, es ist wie ein langer, 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 langer Film. So, Billy Bean, kann ich dich verschieben? Richtig, wusste ich doch. Yay, okay, wir gehen kurz in den Waffenshop. Hast du neue Artefakte für uns? Wenn ihr das auffällt, muss der Bauer keiner sein. Ja, hast du. Und zwar einen Hexenstab, der verdammt teuer ist. Gut, we don't have the money for that. Jetzt, jedenfalls momentan. Okay, wir verschieben die Statue. Können wir den Djinn von hier aus sehen? Nein, jo, jetzt habe ich gesagt, was ich will. Ups. Okay, da, okay, jetzt seht ihr ihn. Da unten ist etwas Schönes. Moment. Na, komm schon. Nein! Oh! What am I doing? Na, komm schon, Mann! Zack. Ah, danke. So, wir müssen das Ding nach vorne schieben, damit wir da hinten gleich drüber springen können. Was steht denn hier? McCoys geheimes Lager. Eintritt verboten. McCoy! Ja, der gute alte McCoy. Der gute alte McCoy. Ja, genau. So, wir klettern die Treppe hoch und gehen jetzt hier ganz wagemutig auf den Pfählen entlang. Oh mein Gott, was ist hier nur geschehen? Oh mein Gott, was ist geschehen? Ich will Goldzahn spielen! Okay. Wir fegen das Gestrüpp beiseite und machen uns einen tollen Weg frei. Wir machen den Weg frei. Da ist eine Leiter. Die führt nach unten. Und... Ach Quatsch, das... Ach, so gehen das ja... Na gut, dann müssen wir es halt so machen. Okay, ich habe gerade eben Mist erzählt. Egal. Kann auch mal passieren. So, das ist ein Djinn, gegen den wir nicht kämpfen müssen. Der schießt sich einfach so an. Das ist Bö. Richtig, der Jupiter-Djinn Bö folgt Ivan. Sehr gut. Es ist ein Angriffs-Djinn. Da, Angriff mit mächtigen Windstößen. Wie Kiesel, also ein Angriffs-Djinn halt. Lal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 a. So, und ein bisschen Zeit hat man noch. Bis nach Emil werden wir garantiert nicht mehr kommen. Wir haben uns übrigens einen optionalen Weg. Wir könnten entweder zuerst nach Osten gehen oder wir gehen weiter nach Norden. Aber aus einem ganz bestimmten Grund gehe ich weiter nach Norden, bevor ich nach dem Osten gehe. Warum? Werdet ihr dann noch erfahren. Hallo, McCoy. Lord McCoy ist wegen dieses Fluchs aufgebracht, dass er nicht mal essen kann. Oh ja. Ja, McCoy ist ein richtiges McCoy ist ein sehr toller Kaiser. Ein sehr toller Mensch. Ja, ein wahnsinnig toller Typ. Dieser McCoy. So viel dazu. Und wir sehen hier, wir benutzen ihn einfach mal, würde ich sagen. Bö. Ram. Pang, pang. Habt ihr gesehen? Zack, ein mächtiger Angriff. Ja, die Djinns zerfallen. Man muss übrigens nicht den Djinn vom gleichen Element dem Adepten, den jeweiligen Adepten zuteilen. Das ist kein Muss. Oder beschwören wir Jupiter. Boom. Man könnte genauso gut Garrett einen Jupiter-Djinn geben. Tut man das allerdings nur, also einzeln, nur Garrett, zack, bumm, du hast jetzt einen Jupiter-Djinn. Bringt das relativ wenig. Aber man kann später Kombinationen machen. Und, mal sehen. Vielleicht zeige ich euch da auch mal welche. Muss ich mir noch überlegen. Nein, ich wollte doch noch... ich wollte nicht kämpfen. Jetzt gerade jedenfalls nicht. Normalerweise... Hallo? Darf ich jetzt fliehen? Ey!
Komm, ein drittes Mal. Alle guten Dinge sind drei. Na, herzlichen Glückwunsch. Okay. Das war jetzt scheiße. Ich hätte da verkämpfen sollen. Da hätte ich weniger Energie verloren. Naja. Ihr seht da oben, es wird frostig und frostig und frostig. Nee, jetzt nicht. Oh, meine Fresse. Na gut, dann kämpfen wir halt gegen euch. Hallo, meine Kinder. Hallo, Feuer. Hallo, Blitzstrahl. Lalala. Zack. Und seid ihr weg jetzt? Ja, müssen eigentlich, oder? Also der linke auf jeden Fall. Ja, der rechte auch. Okay. Da-da-da-dam. Garrett ist auch endlich mal Level 5. Yay. Und da oben ist eine Höhle, zu der wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr hinkommen. Gut. Dann eben nicht. Zack. Nee, das schafft man nicht mehr. Auf jetzt gleich. Oder? Na? Okay, Leute. Perfekt. Ich sag mal hier Pause. Bis zum nächsten Mal. Ciao.